Heute nun soll es ein anderer Kopfhörer sein, ja neben hier meinem, wie ich meine, interessanten Cosporter Pro, den ich wirklich inzwischen ins Herz geschlossen habe, den ich mir mit einem extra Schaumstoff nochmal überzogen habe. Man kann das hier sehen zur weißen Variante. Hier ist der Schaumstoff etwas dünner und hier kann man sehen, ist der etwas dicker. Da habe ich mir nämlich den Schaumstoff eines Cos KSC7 herübergezogen. Diesen KSC7 fand ich nicht so gut. Ist auch, glaube ich, ein ganz alte Ausführung. Da gibt es inzwischen schon den KSC7-5, der dann auch einen besseren Klang und einen größeren Treiberdurchmesser hat. Darum habe ich mir diesen KSC7 umgebaut und den Komfortstoff hier rübergezogen und das andere auf einen klassischen gebaut. Ja, aber jetzt soll es nicht um Cosporter Pro gehen, nicht um schwarze oder weiße Ausführungen, sondern um diesen hier, um den Cos The Plug Classic. Der ist es, also einer derer, die es wohl schon seit über 20 Jahren so gibt. Man kann das hier sehr schön sehen an diesem In-Ohr-Teil, der nicht so gebaut ist, wie wir ihn kennen, mit solchen austauschbaren Pads in so runder, ja eher kugeliger Form, dem Gehörgang angepasst und vor allen Dingen auch in der Neigung angepasst, also das ganz moderne Neue, sondern das ist jetzt etwas ganz Altes. Und nun interessiert mich mal, wie hat man denn damals schon sich überlegt, Kopfhörer zu bauen und das Ganze auch zu einem gewissen Erfolg zu bringen. Ich hole das mal hier heraus. Ihr könnt das hier so sehen. Ich habe den Kunststoff hier rausgeholt. So sieht das von hinten aus mit dieser Verpackungsbeilage hier. Weiter ist hier nichts drin. Wie man hier sehen kann, von hinten noch ein paar Hinweise und das ist immer noch ganz nett, so wie ich meine, so auf die klassische alte Art nochmal beschrieben. Gut, ziehen wir den mal hier heraus. Hier ist noch eine Packungsbeilage. Und dann kann ich das mal hier so herausnehmen. Angenehm, toll. Hier ist auch, das ist interessant. Hier ist auch so ein modernes Silikonmaterial, was so die Form annimmt und dann auch erstmal so bleibt. Das ist kein Silikon, ihr wisst es besser. Und da haben die also schon mal noch einiges damals getan. So, das ist also hier nochmal zwei extra von diesen Teilen da drin. Gut, das Kabel ist jetzt nicht ganz so dick und es hat auch kein Mikrofon verbaut, was ich schade finde. Aber könnte man sich mit Sicherheit anbauen lassen. Wer da jetzt ganz scharf wäre, der kann das mit Sicherheit machen lassen. Und ich habe es gerade gesagt, diese Firma ist eine Person, die sich darum kümmert. Und zwar nicht, weil es wahrscheinlich die große Knete bringt, sondern weil er wahrscheinlich so ein Fan ist von COS. Und das finde ich ja nicht ganz reizvoll, wenn sich Leute so ein bisschen mit Leidenschaft um die Dinge bemühen. Gut, dann gebe ich das mal hier rein zu mir hier in den Stecker, diesem Kopfhörer, nehme den anderen COS heraus und setze den hier ein. Also, wir gucken uns die mal von ganz nahem hier an. Das sind diese Dinger. Wie ich meine, erstmal ja für mich sehr fremd. Also ich habe sowas erstmalig in dieser Form so in der Hand. Wie gesagt, der Draht hier ist recht schlank gehalten. Hier ist auch nichts mit Anti-Wickel- oder Verwickelschutz oder wie auch immer. Ganz fein hingeschrieben, rechts und links, das kann man hier so sehen. Hinten offen gemacht. Vorne so gebaut. Das sind so mehr Oropax, die man hier verwendet hat. Also im Grunde genommen, das muss nicht schlecht sein. Das kann durchaus sehr sinnbringend sein. Ich will das mal probieren. Gibt es hier noch irgendwas anderes, was man erklären kann? Ja, der typische 3,5 mm Klinkenstecker und ansonsten dezent, einfach und schwarz. Und ich mache das mal einfach hier so rein. Kann ich so machen. Ich will das mal ein bisschen nochmal hier in Form bringen für mich, dass der dann, so ein bisschen rauskommt. Und hier kann man sehen, hier geht es noch sehr weit rein auch. Wenn man das also jetzt hier so biegt, dann geht der
Tonkanal doch bis weit nach vorne, wie das also auch bei den anderen Teilen der Fall ist. So, und nun müsste es ein bisschen dauern, bis die Dinger wieder ausgefahren sind. Das ist nun die Frage, aber finde ich so erstmal ganz gut. Man kann es ja auch sehen, ganz schön tief versunken. Also guckt gar nicht so weit hier heraus. Stört also auch nicht, obwohl die ja wirklich sehr, sehr riesig aussehen. Jetzt kommt langsam kommt dieser Schaumstoff wieder in dieses volle Volumen hinein. Und nun kann ich das Ganze mal einschalten. Euch lasse ich ein bisschen dann auch am Apparat dran, dass ihr auch wisst, was ich so höre und wie es so auf mich wirkt. Dann mache ich das mal hier an und das sollte dann bei euch auch rüberkommen. Was hören wir? The Princess, Teil 2, Part 2 mit Parov Stelar, so heißt der Gute. Und wir legen mal hier los. Mach mal bei mir ein bisschen leiser. Also hier ist ganz gut rauszuhören. Bisschen Bass, Rhythmus. Und viel handgemachte Musik. Stimme. Was anderes hören, was es da noch so gibt. Also ihr habt mich jetzt schon recht lange hier erlebt, dass ich da dran geblieben bin. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier ist nochmal Kraftwerk. Vielleicht kennt ihr das, passt ganz gut vielleicht. Kraftwerk, die gute alte Elektronikband. Hier ist Autobahn, das ist doch ganz witzig in der Uralt-Variante. Ja, und nur noch mal, das ist bei mir immer fast Pflicht, sage ich immer, muss auch ein Stückchen weit Orgel her. Das deswegen, weil ich glaube, die Orgel ist eines der Instrumente, was sehr komplex wirkt und was den Kopfhörern einiges abverlangt. Okay, also, soweit erst einmal. Ihr habt gesehen, ich bin gar nicht irgendwie abgeneigt. Also es gibt so Kopfhörer, da merke ich dann sehr schnell, oh, hier sind die Grenzen aber auch flott erreicht. Ich meine, dass Kossi etwas ganz richtig gemacht hat. Dieser lange Bereich hier, dieser lange geformte Bereich ist eine Art Resonanzraum. Also hier entwickelt sich auch ganz viel Volumen. Das ist natürlich ganz wichtig und das haben die auch sichergestellt durch diesen langen Kanal. Auch dieses Teil hier ist auch so ein Bereich, der dem Klang Festigkeit gibt, einen guten Rückhalt gibt. Und die haben hier offenkundig auch einen durchaus annehmbaren Treiber eingebaut, was den Durchmesser angeht. Also so wie ich das von
von COS her kenne, verbauen die gute Treiber. Das ist einfach für mich schon Markenware und das zu einem recht guten Preis. Also ich habe diesen Kopfhörer bei eBay für, ich glaube, bei ca. 15 Euro inklusive Versand bekommen. Das ist völlig in Ordnung und wer einen guten In-Ear-Kopfhörer haben möchte und sich nicht auf dieses bisherige, das immer wieder Bekannte einlassen möchte, der kann mit einem guten Gefühl sich hierauf einstellen. Da ist Bass drin, da sind Töne drin, die mitten kommen, er ist sehr souverän und das hat er mit diesem Kopfhörer hier durchaus gemeinsam. Also ich bin nicht enttäuscht, im Gegenteil, sondern ich freue mich, dass mich da mein Gespür recht gut geleitet hat. COS scheint einiges richtig zu machen. Ich höre kritische Stimmen. Ich weiß, in manchen Foren, da steht drin, da hat COS dieses und jenes gemacht oder das ist jetzt nur noch Billigware, weil aus China stammend. Ihr wisst von mir, ich höre einige chinesische Kopfhörer und ich bin da nicht enttäuscht, nur weil die Sachen aus China kommen. Absolut nicht. Wenn die Dinge mit hochwertigen Teilen gebaut werden, dann ist das egal, wo die Dinger hergestellt werden. Und deswegen kann ich hier bei diesen COS Plug Classic, wie sie heißen, oder COS The Plug Classic durchaus mit einem guten Gefühl rangehen und sagen, ja, das ist in Ordnung. Etwas gewöhnungsbedürftig sind natürlich diese In-Ear-Bereiche. Wir kennen das nur mit diesen runden Dingern, die man da so reinpluppt und dann ist es in Ordnung. Aber hier braucht man dann so ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr Einfühlung, um sich wieder umzugewöhnen. Denn die heutige sind ja geneigt in Richtung Gesicht. Und hier muss man dann eben wieder die Dinger so hinschieben, dass es wieder passt. Aber ansonsten, was den Klang angeht, war ich wirklich für Augenblicke dabei anzunehmen, ich hätte hier diese Teile auf. Und insofern ist das auch schon eine sehr, sehr gute, ein sehr gutes Zeichen. Denn hier sind große Treiber verbaut worden. Und das hat man hier im Kleinen geschafft. Also von daher Empfehlung. Ich glaube fast, wenn jemand den ein oder anderen Ohrhörer mehr hat, der gehört eigentlich mit dazu, um ein Stückchen weit auch zu vergleichen. Und ich halte diesen Ohrhörer auch für einen, der sich allgemein gut einsetzen lässt. Für Klassik, ich habe es gerade probiert, er lässt sich gut einsetzen für das Rhythmischere, für Jazz, sehr weich. Auch die Instrumente, die Stimme, die dabei rauskam vorhin, das ist alles wirklich in Ordnung. Ja, also von meiner Seite aus sind diese COS Plug-Teile hier sehr, sehr angenehm und man kann die hören und man kann die für einen Preis von circa bei eBay circa bis zu 20 Euro durchaus empfehlen, nahelegen. Und man hat vor allen Dingen mal einen Ohrhörer, der nicht so aussieht wie die andere haben. Ja, soweit erst einmal und vielen Dank fürs Gucken. Bis dann. Ciao.